Here we are at the second day of the Maccabi Games. It's going to be a great night tonight at the opening ceremony. Oggi è il secondo giorno della Maccabiade e ieri è stato fantastico. Ci vediamo oggi per la sfilata. Ciao! Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Tag der European Maccabi Games hier bei Hauptstadtsport TV. Heute geht's ja endlich los mit den Wettkämpfen. Gestern sind die Athleten angereist. 2300 haben sich wieder getroffen im Estrel Hotel und haben eine große Party gefeiert. Und was da passiert ist, was da abging, das sagt Ihnen jetzt Benjamin Pieler. Ja, war sehr gut. Echt schöne Party. Ja, echt perfekt. Weil es bewegt mich zu sehen, wie Leute aus aller Welt zusammenkommen und sind alle ähnliche Leute. Ja, wir sind natürlich alle sehr aufgeregt, gerade auch Team Deutschland. Wir haben sehr hart dafür trainiert, heute Abend hier dabei zu sein bei den European Maccabi Games im eigenen Land. Und man guckt sich schon so ein bisschen die anderen Mannschaften an, auf wen man dann treffen wird in den nächsten Tagen. Und ja, wir sind alle froh, dass es jetzt endlich losgeht. Jetzt müssen Sie auch beweisen, dass Sie im Sport auch so gut sind. Es ist noch relativ früh. Wir schauen mal. Die Augen sind noch etwas klein. Paul, how late did you stay? We were there for quite a while. It was a long night. We made sure we were prepared for our game this morning, though, so we don't want the coach hearing that we were out too late. But it was a great night and a lot of great people there to meet from all different countries, and it's just great to be here in Berlin from Australia representing in futsal. Also, er hatte viel Spaß. Es ging relativ lang. Er sagt keine Zeit, lieber nicht. Aber es ist toll, hier so viele Leute von anderen Ländern zu treffen. Und ja, er hatte ganz viel Spaß und freut sich darauf, sein Land hier zu repräsentieren. Wir gehen jetzt das erste Mal richtig zum Sport und wir schauen mal, was war beim Basketball. Zum Auftakt des Basketballwettbewerbs gab es gleich ein europäisches Nachbarschaftsduell. Der Gastgeber aus Deutschland in Grün traf auf die Maccabi-Auswahl aus Frankreich in Blau. Und damit rein ins Spiel. Die Franzosen legen gleich gut los, hinten eine sichere Defense und vorne schnelle Punkte. Schon nach wenigen Minuten führen sie zweistellig. Deutschland muss die Auszeit nehmen. Danach gelingt offensiv zwar eine Steigerung, doch was bringt das schon, wenn man hinten weiterhin Punkte kassiert? Besonders bitter, selbst wenn die Blauen mal einen Wurf liegen lassen, holen sie meist selbst den Rebound und im dritten Anlauf wird der Angriff dann doch erfolgreich abgeschlossen. Die überlegene Athletik wissen die Franzosen auch in der Verteidigung einzusetzen. Elzer mit dem Monsterblock gegen Sobol. Und als wäre das nicht schon bitter genug, kassiert das deutsche Team im zweiten Viertel auch noch einen Buzzerbeater. Elzer mit dem 49:30 Halbzeitstand. Das müssen die Gastgeber in der Pause erstmal verdauen. Doch auch 15 Minuten später läuft das Spiel vor allem in eine Richtung, und zwar zum Korb von Maccabi Deutschland. Die Franzosen finden genau die richtige Mischung aus Punkten unter dem Korb und erfolgreichen Distanzwürfen. Das deutsche Team müht sich dagegen offensiv meist ab und kommt selten so einfach zu Zählern wie hier. Die Folge: Deutschland verliert das erste Basketballspiel der Maccabi Games mit 63:92. Entsprechend negativ fällt das Fazit von Mannschaftskapitän Ari Wilder aus. Ja, der Start ins Spiel war auf jeden Fall nicht optimal. Wir lagen ganz schnell hoch hinten.
Wir waren, ich will nicht sagen überrascht von der physischen Stärke der Gegner, aber es war doch ein bisschen ungewohnt. Und erst danach sind wir gut ins Spiel reingekommen, aber wenn man direkt mit 15, 16 Punkten hinten liegt, dann ist es halt nie leicht, noch ein gutes Spiel zu machen. Das gute Spiel legten dafür die Franzosen hin. Und das, obwohl sie vorher erst einmal zusammen trainiert hatten. Da stellt sich natürlich die Frage, wie stark das Team sein kann, wenn es erst mal eingespielt ist. Ras Elbas hat da genaue Vorstellungen. Und die Goldmedaille. Wir wollen die Goldmedaille. Ich habe gehört, dass die USA das beste Team haben sollen. Wir freuen uns auf das Spiel gegen sie. We're waiting for the game. Von der Stärke der Amerikaner konnte sich Ras im Anschluss überzeugen, aber dazu später mehr. Das ist also der sportliche Auftakt für das deutsche Team. Noch nicht ganz so erfolgreich. Der Kapitän ist bei mir, Ariel Wilder. Wie sehr schmerzt denn diese Niederlage zum Auftakt? Ja, Niederlagen schmerzen natürlich immer. Gerade wenn es das erste Spiel ist, aber wir wussten, dass die Franzosen eine gute Mannschaft haben. Und von daher ist jetzt keine sehr große Überraschung, aber es tut immer weh. Ja, der Kapitän der französischen Mannschaft ist auch bei mir. Aymeric Benchimel, you won today. Are you happy with the games so far? Yes, of course, we are happy. This is the first game, so it's very important to start the competition with a winning game. So. We are very happy and we go for a medal, so it's a good start. All right. Also er ist sehr glücklich mit dem Auftakt. Er sagt, ein Sieg zum Auftakt ist immer ganz, ganz wichtig und er freut sich auf die Spiele. Ja, das Motto ist ja Konkurrenten im Sport, United at Heart, also vereint im Herzen. Eben gab es noch das Mannschaftsfoto. Ist das das, was für alle im Vordergrund steht? Ja, also es ist natürlich ein Sportturnier und wir wollen auch gewinnen. Aber wir kennen auch die ganzen anderen Spieler schon seit vielen Jahren und man freut sich mal wieder zusammen zu sein. Und von daher ist es schon etwas anders als ein normaler Wettkampf. Ja. Okay, dann vielen Dank. Viel Erfolg, good luck for the rest of the tournament. Thank you very much. Und hier in der Sporthalle Charlottenburg hat noch ein Basketballspiel stattgefunden. Und Gerrit Lagenstein hat das gesehen. USA gegen Israel. Das hört sich nach einem echten Basketball-Leckerbissen an. Doch das Duell bei den Maccabi Games war eins mit ungleichen Waffen. Während nämlich bei den Israelis das olympische Motto "Dabei sein ist alles" im Vordergrund steht, zählt für die Amerikaner nur die Mission Gold. Und so traten die US-Jungs auch gleich zu Beginn der Partie auf. Immer wieder gleicht sich das Bild. Ein Amerikaner steigt an der Dreierlinie zum Wurf hoch und die Bank springt auf, denn sie wissen, dass der Wurf so gut wie immer drei Zähler auf ihr Konto bringen wird. Die durchschnittlich deutlich älteren Israelis können zwar ab und zu mit ihrem Spielwitz überzeugen, auf die lange Sicht werden sie aber einfach überrannt. Erst recht, als das Team USA neben den Würfen von außen auch unterhalb des Korbes anfängt zu scoren. Zur Halbzeit ist beim Stand von 43 zu 22 längst alles entschieden. Die Amerikaner denken aber nicht daran, einen Gang zurückzuschalten. Ganz im Gegenteil, sie fangen sogar an, eine Ganzfeldpressverteidigung zu spielen und das mit Erfolg. Die Maccabi-Auswahl aus Israel verliert häufig noch in der eigenen Hälfte den Ball und muss Korbleger um Korbleger hinnehmen. Schaffen sie es dann doch mal wieder nach vorne, gelingt ab und zu auch mal ein eigenes Erfolgserlebnis. Am deutlichen Ausgang ändert das aber natürlich nichts. Mit der Schlusssirene steht ein 89 zu 45 für die Amerikaner zu Buche. Die Favoritenrolle ist ihnen damit erstmal nicht zu nehmen. Das kann man schon so sagen. Als Geburtsland des Basketballs müssen wir mit dieser Rolle leben. Wir sind einfach rausgekommen und haben gemacht, was von uns erwartet wurde. Ich bin froh, dass wir gewonnen haben. Weiter geht's mit Basketball bei uns am Donnerstag. Dann werfen wir ein Auge auf die Partie Deutschland gegen Israel. Die Maccabi Games sind natürlich nicht nur Sport. Hier gibt es auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel eine Gedenkfeier auf dem Maifeld. Und dabei ist auch Justizminister Heiko Maas. Herr Maas, Sie haben sich sehr eingesetzt im Vorfeld für die Maccabi Games. Wie kam es denn zu diesem Engagement? Zum einen bin ich selber sehr sportinteressiert und ich finde das einfach ein großartiges Zeichen, dass 70 Jahre nach dem Holocaust die Sportlerinnen und Sportler jüdischen Glaubens sich entschieden haben, ihre European Maccabi Games wieder in Deutschland, dann auch noch in Berlin stattfinden zu lassen. Das ist ein großes Zeichen. Und das müssen wir würdigen in Deutschland, weil Antisemitismus bei uns immer noch ein Thema ist. Und deshalb sollten wir alles daran setzen, jetzt den Leuten, die, glaube ich, aus über 30 Ländern hierher gekommen sind, wirklich gute Gastgeber zu sein. Und dabei würde ich gerne mithelfen. Wie wichtig sind denn dabei solche Gedenkveranstaltungen, wie sie jetzt hier heute stattfinden?
Die sind wichtig, weil man kann eine solche Veranstaltung nicht in Deutschland durchführen, ohne an das zu erinnern, was in der Vergangenheit im Holocaust geschehen ist. Und die Veranstalter haben mir gesagt, sie wollen eigentlich 2 Wochen Spaß haben und Sport machen. Und das finde ich auch ganz großartig. Ob ich das so mich trauen würde, sozusagen, weiß ich nicht. Und deshalb finde ich das sehr schön, dass man das einbettet, auch in das historische Gedenken, was hier ja auch während der Olympiade 1936 geschehen ist. Und das ist, finde ich, ein guter Weg. Also historisches Gedenken und darauf hinweisen. Und ich bin mir sicher, Herr Gauck wird bei der Eröffnung das auch noch einmal ansprechen. Aber dann sollen die Leute hier ihren Spaß haben und wir sollen ihnen gute Gastgeber sein. Und Sie haben die Patenschaft übernommen vom Triathlon. Warum ausgerechnet Triathlon? Weil ich selber Triathlon mache und mich sehr gefreut habe, dass das hier im Angebot ist. Und das ist ja auch organisatorisch eine große Herausforderung, über eine so lange Strecke Rad zu fahren, zu laufen. Und da ich von da komme, habe ich mich da gerne bereit erklärt, auch da die Patenschaft zu übernehmen. Okay, vielen Dank. Dann erst nochmal viel Spaß hier bei den Maccabi Games. Und wir schauen uns mal an, wie diese Gedenkfeier abgelaufen ist. Mit seiner Improvisation traf der Klarinettist Roman Kupperschmidt gut die Stimmung bei der Gedenkzeremonie auf dem Maifeld. Eine Gedenkzeremonie, die anlässlich des historischen Ortes, an dem diese 14. European Maccabi Games stattfinden, unumgänglich war. Dass sich mehr als 2000 jüdische Athleten aus 38 Nationen genau dort friedliche Wettkämpfe liefern, wo die Nationalsozialisten vor fast 80 Jahren Olympische Spiele veranstalteten, bedurfte besonderer Worte. Worte, wie sie Bundesjustizminister Heiko Maas fand, die aber naturgemäß nicht die Emotionalität haben konnten, wie diejenigen der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer. Für mich bedeutet das sehr, sehr viel, denn ich habe die Olympiade 36 hier unter Zittern erlebt. Meine Eltern sind alle umgekommen in Auschwitz. Mein Bruder, ich war im Lager, ich habe es überlebt. Ich kann nur sagen, dass ich es nie gedacht hätte, dass ich hier stehen werde und eine Gedenkrede halten darf für die, die es nicht geschafft haben. Für die jungen Sportler, die mehrere Generationen von der Rednerin trennen, scheint Margot Friedländers Geschichte die Bedeutung dieses Ortes direkt erfahrbar gemacht zu haben. Nachdem die Historie angemessen gewürdigt wurde, bemühte sich Roman Kupferschmidt in guter jüdischer Tradition, den Blick positiv in die Zukunft zu wenden. Traditionell auch der Abschluss der Veranstaltung, die der Berliner Rabbi Itzhak Ehrenberg mit dem Kaddisch beschloss. Das althergebrachte Gebet betont die Einheit aller Menschen und dass jeder Einzelne Gott auf Erden repräsentiert. Wir sind ein Stück weitergezogen, stehen jetzt am Horst-Hauber-Sportzentrum. Hier findet auch einiges statt an Wettkämpfen. Ich bin auf der Suche nach Volleyball. Da schauen wir einfach mal rein. Ah, Futsal, kein Volleyball. Hier ist die Halle 1. Hier müsste also auch Volleyball sein. Da schauen wir doch mal rein. Ja, da spielen sie. Gefunden. Im Auftaktspiel zum Volleyballturnier bekam es das deutsche Team mit einem starken Gegner aus der Ukraine zu tun. Schnell wurde klar, wer der Favorit in der Horst-Korber-Halle war und wer richtig kämpfen musste, um hier etwas zu reißen. Deutschland gab gleich zu Beginn den Aufschlag ab und lief dem Rückstand den gesamten ersten Satz hinterher. Es klappte so ziemlich gar nichts. Egal ob bei der Aufgabe, im Block oder im Angriffsspiel. Für Trainer Thorsten Spiller allerdings nicht ganz überraschend. Wir sind mit einer recht gemischten Mannschaft hier. Wir haben im Vorfeld sehr viele Absagen gehabt für das Turnier, mussten daraufhin recht viele Nicht-Volleyballer tatsächlich dazunehmen. Spielen jetzt mit 4 Leuten, die schon bei früheren Maccabia dabei waren und mit 5 Leuten, die aus anderen Sportarten dazukommen. Und dafür sah das sogar schon ziemlich gut aus. Unter diesen Voraussetzungen hielt sich das Team um Außenangreifer Igor Schewtschenko von Maccabi Frankfurt aber recht gut im Spiel. Musste allerdings auch den zweiten Satz mit 25:9 an die Ukraine abgeben. Erst im dritten Satz konnten die deutschen Maccabioniten das Spiel offen gestalten, gingen zwischenzeitlich sogar in Führung.
Die Sensation lag in der Luft. Leider hapert es immer noch an wirklich erzwungenen Offensivtreffern. Die meisten Punkte gab es durch Patzer der Ukrainer. Als es eng wurde, stellten die ihre Fehler ab und gewannen am Ende deutlich und ungefährdet mit 3:0 Sätzen. Kein Beinbruch für Führungsspieler Igor Schewtschenko. Also erstmal, wir freuen uns natürlich bei der Maccabi da zu sein. Das ist uns Allerwichtigste. Ein paar Punkten hatten wir doch kämpferisch das Ganze gemacht. Natürlich, ja, wir werden jetzt uns wahrscheinlich taktisch ein bisschen besser aufstellen. Wir haben jetzt ein paar taktische Aufstellungen versucht, die leider nicht so effektiv waren. Nächstes Spiel machen wir dann was Besseres. Das wird auch dringend nötig sein, denn schon morgen geht's gegen die starken Israelis. Next game is France versus Israel. So, erstmal danke die Herren. Auch diese Partie findet im Horst-Kober-Sportzentrum statt. Diese Halle ja eine Art Erfolgsschmiede, denn hier trainieren sonst die Jungs von den Berlin Recycling Volleys. 2012, 13 und 14 wurde hier der Grundstein für deutsche Meisterschaften gelegt. Auf diesem meisterlichen Parkett wird also um die European Maccabi Games gezockt. Und da haben vor allem die Männer aus Israel ganz gute Karten. Das Team sehr gut eingespielt, einige von ihnen kennen sich schon gefühlte Ewigkeiten. Wir spielen schon zusammen, seitdem wir 12 sind. Deswegen kennen wir uns sehr gut und wissen, wie der jeweils andere tickt. Das Team aus Frankreich ist das komplette Gegenteil. Nur 3 Trainingseinheiten absolvierte die Mannschaft in Blau. Les Bleus mit Geschenken vorab und auch in der Partie mit einigen Präsenten an die Israelis. Die Weißen mit effektiverem Angriffsspiel, Frankreich mit viel Pech im Block. Der erste Satz ging dementsprechend auch mit 14 Punkten Unterschied an den Favoriten. Die Franzosen nicht so gut eingespielt, allerdings äußerst motiviert und im zweiten Durchgang mit ein paar Pünktchen mehr als noch im ersten Satz. Aber insgesamt Israel einfach deutlich zu stark. Und das kam nicht von ungefähr. Wir spielen in Israel auch in der zweiten Liga. Da haben wir den Cup geholt. Ich hoffe, wir gewinnen hier den nächsten. I hope we win another one. Und der Rest vom Schützenfest fand dann unter den wachsamen Augen von Frank Bachmann statt. Er ist ja nicht nur von der Geschäftsstelle der BR Volleys, er ist auch der Volleyballpate der European Maccabi Games. Und er sah auch im dritten Satz überlegende Israelis, die am Ende mit 3:0 Sätzen gewannen. Volleyball im Horst-Kober-Sportzentrum, nicht nur die Schmiede nationaler, sondern auch internationaler Meister. Das waren die geballten Höhepunkte des zweiten Tages. Hinter mir die Waldbühne, da fand ja die feierliche Eröffnungszeremonie statt. Und was da passiert ist, alles Wichtige, eine Zusammenfassung, seht ihr morgen bei Hauptstadtsport TV. Jetzt gehen wir mal rein in unsere Redaktion. Hier wird nämlich noch fleißig gearbeitet, auch schon recherchiert für die Sendung morgen. Und wir fragen einfach mal, Timo, was machst du denn morgen? Wo geht's hin? Morgen berichte ich für euch von den Schwimmwettkämpfen im Olympiabad. Das Schwimmen im Olympiabad, da sind wir natürlich auch. Sarah Pöwe wird bei uns zu Gast sein. Außerdem haben wir einen rasenden Reporter losgeschickt, der einfach mal von den Randsportarten berichtet. Also klickt rein, auch bei Facebook und Twitter. Und wir sehen uns morgen. Bis dahin, bleibt sportlich. We are the